Jetzt am Start. Am Vorstand vielmehr. Hinter uns ist das Fahrerlager. Jeder Fahrer hat 15 Minuten vor seiner Startzeit die Erlaubnis, ins Fahrerlager zu gehen und dort sein Motorrad zum Start zu schieben. Uhrzeit. Meine Startzeit ist 10.09 Uhr. Genau, und 15 Minuten vorher darf ich hier rein mein Motorrad holen. Der Motor muss bis zum Schluss ausbleiben und darf erst auf der Startrampe da hinten, ich weiß nicht, ob man sieht, von hier aus, der schwarz-rote Block, da ist die Rampe, da rollen die Motorräder runter und da darf gestartet werden. Ich bin verdammt nervös und freue mich endlich. Hier nochmal die deutschen Fahrer in der Vorbereitung hier. Keiner nervös, alle total gelassen und freuen sich, dass es losgeht. Ich stehe hier im Vorstart, habe jetzt meine Zeiten für den Tag bekommen. 10.09 Uhr ist der Start hier. 10.44 Uhr ist die erste ZK. Hier werden dann nochmal genau die Ist-Zeiten. Die Ist-Zeiten eingetragen, wann ich wo war. Und dann gegebenenfalls Strafminuten. So, angekommen an ZK 2. Relativ frühe Zeit bin ich. Start, zweiter Fahrtag. Ich werde jetzt mich umziehen, meine Hände tapen lassen und dann 15 Minuten vorher in den Vorstand gehen. Und dann aber kurz beim Floor durchchecken. 12.43 Uhr ist los. 12.42 und 57 Sekunden haben wir. Auf geht's, Fahrtag 2. So, wir haben es 10 nach 10. Ich bin am ersten Service Point vor der ZK 1 angekommen. So sieht das Ganze hier aus. Die Motorräder werden getankt. Kleine Servicearbeiten werden vorgenommen. Luftfilter gewechselt, wusste ich jetzt noch nicht. Hier steht mein Moped. Alles soweit in Ordnung heute. Das Benzin zum Nachtanken. Hier ist das Werkzeug. Die schnellen Reparaturen. Moin moin. Und hier gibt es ein bisschen was für die Verpflegung. Trinken ist wichtig. Müsli, Bananen, Äpfel. Alles, was das Herz begehrt. Das ist echt super gemacht hier im Team Deutschland. So, ich bin kurz vor der zweiten Sonderprüfung angekommen. Mein Service Point liegt jetzt noch ungefähr 500 Meter von hier entfernt. Hier mal als kleine Veranschauung, wie krass es hier staubt. Ich war mit den Funnel-Web-Filtern bei 3 Wechsel. Also die sind echt klasse, weil gerade bei den extremen Bedingungen ist das echt ein riesen Vorteil mit den Filtern. Ich stehe jetzt bei der zweiten Sonderprüfung. Steffen habe ich bei 12.26 Uhr. Jetzt haben wir es 12.28 Uhr. Hier sieht man auch vor mir. Da kann man schon erahnen, wie staubig es ist hier. Pre-Finish, Tag 2. Ich habe es im Ziel geschafft. Wir haben es 17.25 Uhr. Um 17.28 Uhr muss ich über die Pre-Finish-Linie. Ich habe dann wieder 15 Minuten Zeit für meinen Service. Ich werde hinten den Reifen wechseln, Luftfilter wechseln und einmal alles durchchecken. Hat alles gut geklappt, keine Strafminuten kassiert, alles heile gelassen. In der Etappe einen kleinen Sturz gehabt, aber nichts beschädigt. Oh, Robert ist im Parc Fermé. Ich habe für heute Feierabend. Bin echt geschafft und glücklich, den zweiten Fahrtag ganz ordentlich beendet zu haben. Jetzt freue ich mich erstmal auf eine große Portion Nudeln und eine kalte Cola.